Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute 4 gegen 4 Classic Modus. Und zwar der neue PvE Modus. Da gucken wir einfach mal rein. Ich glaube, ich nehme tatsächlich einfach die Burg. Welcome to Nova. So, wir gucken hier mal rein. Also, so wie ich das gelesen habe, wird Auto geschickt. Das heißt, man hat ja gar nicht großartig eine Wahl. Und wenn man Worker baut und dergleichen, wird das dann in Geld umgewandelt. Wir gucken mal. Wir könnten auf jeden Fall Vampir sehr gut. Die drei sind super. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit und wir starten mit dem Ochsen. Scheint mir so der beste Start zu sein. Was ist denn hier los? Nix. Eine Blume. Ja, wir spielen tatsächlich mit einem weiteren Zuschauer, dem Leander hier. Ich glaube, er war sich nicht ganz sicher, was er platzieren soll. Aber Blume ist eigentlich immer okay. Das heißt, wir sind jetzt schon zu viert, sage ich mal. Also der dritte Zuschauer, der hier mit mir spielt. Ihr könnt immer gerne auch mitmachen, wenn ihr mir bei Steam eine Anfrage schickt. Dann können wir ab und an mal zocken. Ganz entspannt also. Okay, die haben hier Dual Lane gemacht. Angler und Crawl. Boah, der hat ja schon ordentlich hier Angler zugelegt. Das wird spannend, die Strategie. Ich werde drüben einfach nur so ein Milizchen bauen. Gar nicht großartig viel nachdenken. Ja, geht doch voll klar. Mit den Masken hat man eigentlich einen ganz guten Start, außer man will Fiesta spielen, das ist scheiße. Also ganz ehrlich, die spiele ich nicht. Ich probiere mir einfach aus. Also wenn es stärker wird, dann lasse ich den so stehen und wenn er schwächer wird, kann man das ja zurückgeben. Ich kenne mich mit den Walks nicht so aus. Ich habe mich da noch nicht so reingefunden. Auf jeden Fall machen wir weiter mit einem Meeresdrachen. Das ist sehr gut. Können dann nächsten Worker bauen. Ah. Nicht splitten bei Blume. Die Blume mag das nicht. Die hat ja Flächenschaden. Ja, ich probiere nebenbei noch so ein bisschen Tipps zu geben. Der Leander ist gerade Silber 2 oder so, habe ich gesehen. Deswegen probiere ich hier mal noch ein bisschen auszuhelfen. Zumindest mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ja nicht immer ganz so einfach. Alles weiß ich natürlich auch nicht, weil ich nicht alles spiele. Die werden reinkacken. Werden die ganz schön verteidigen müssen, aber Blume, Seepferd, gar kein Problem. Könnte noch mehr Meerestragen platzieren, das klingt erstmal auch nicht schlecht. Können wir dann auf den nächsten Worker gehen. Ist gar nicht so schlecht, dass ich hier so ein bisschen zu viel habe. Wie man sieht, müssen wir ja für die Duo Lane ein bisschen blocken. Weil die es nicht ganz so gut hingekriegt haben. Oh, die sind nicht aufgewertet. Aber wir haben wirklich gut schon Mana gesammelt. Die von Anfang an schon platziert.
So, 60 gibt es mittlerweile. Auf PvE ist es ja so, man macht sich gar keine Gedanken, was man schickt, wann man schickt, so, das ist scheißegal, es wird von alleine gemacht. Und wir machen letzten Endes außer Worker holen gar nichts. Der King wird von alleine aufgewertet und die Einheiten von alleine geschickt. Und wer am Ende noch steht, hat das Ding gewonnen. Finde ich sehr gut für Einsteiger. Gerade wenn man jetzt neu in dem Game ist und noch nicht weiß, was schicke ich und wann schicke ich, so ist dieser Modus super gut. Weil dann konzentrierst du dich einfach darauf, deine Einheiten zu bauen, wie platzierst du die, wie haust du die Worker hin. Und das finde ich einfach eine super Variante, um reinzukommen. Ich finde das echt nicht schlecht. Wir bauen hier noch zwei Worker aus. Können wir ganz entspannt machen. Ja, sollte eigentlich die Blume aufwerten, aber das ist auch okay. Ich glaube, da muss man sich noch so ein bisschen auf Kommunikation einigen. Vielleicht machen wir auch mal so Discord oder so. Hättest auch da noch eine Blume platzieren können. Wäre auch okay. Ah. Ja, hier kann man sich schön zurücklehnen. Muss mir eigentlich über nichts Gedanken machen. Den werde ich mal auf und dann werde ich hier noch zwei dazu platzieren. Ich habe jetzt ganz schön Worker gepusht. Kann sein, dass ich diese Welle gar nicht so gut schaffe. Wobei, Aufprallschaden hat er, wird hochgeheilt. Sollte klar gehen. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Wenn er hier noch die Wurzelquallen noch rein platziert. Da scheint sogar noch ein Teammate mitzuhelfen. Er hier. Aus Polen, kein Deutsch. Ich finde das immer gut, wenn man den Leuten auch hilft, die jetzt noch nicht so gut sind. Ich habe ja am Anfang auch selber Hilfe gebraucht, weil ich keine Ahnung hatte. Wie das weitergeht. Hier ist wirklich gut was durchgekommen. Oh, niedergerannt. Sehr gut. Ja, in den neuen Spielmodus muss man erstmal so ein bisschen reinkommen. Ja doch, ich lasse ihn erstmal da hinten. Ich mache ihn dahin. Weil dann könnte ich hier vorne sogar noch einen Ochsen platzieren und den nicht aufwerten, dann wird er trotzdem stärker. Und hier links und rechts dann die Albträume und Schattentänzer mit hin. So, 83 saved per Player. Will ich das so ein Durchschnitt oder wie darf ich das verstehen? Ich habe jetzt nichts geschickt bekommen. Ja, auch nicht. Okay, dann ist es wohl so, dass die ganzen... Also es wird automatisch irgendwie mal so ein bisschen gesammelt und dann was losgeschickt. Da muss man ein bisschen drauf Acht geben. Ach, der hat schon fast volles Mana, er hat voll... Das werden starke Kingpins werden. Sein Vorteil ist natürlich, dass hier nichts geschickt worden ist. Und da natürlich der Eiersack steht. Der wird jetzt aber geschickt. Wir könnten den Albtraum aufwerten bald. Ich glaube, es macht erstmal Sinn, wenn ich die hochpushe. Noch ein bisschen Healing mit rein. Ja. Sollte klar gehen. Das hier ist nur die... Die kleine Abwehr. Da baue ich nicht viel großartig was hin.
Oh, ein Fürst, jetzt schon. Fürst des Todes ist immer gut. Okay, vielleicht muss der Bot noch ein bisschen üben, weil ein Packleader auf die Fernkämpfer ist zwar nicht schlecht, aber es könnte besser sein. Okay, der ist durch. Aber es hat jeder gleich viel bekommen. Während ich hier ordentlich Worker pushe, ich glaube, ich kriege dann einfach mehr Einkommen. Mein Mythium wird in Einkommen umgewandelt und ich kriege davon Geld. Und jeder kriegt jede Runde das gleiche Geschick. Das sieht zumindest so aus. Geht erst durch. Der wird auch noch abkacken. Kann auch einen pushen. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. So, wir gucken mal. Hier drüben sind Masken. Da muss er auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, der ist schon nicht schlecht. Aufprallschaden hat er, glaube ich, nicht so viel. Ne, da ist das schon die beste Option. Wir hauen einen Ochsen rein. Beziehungsweise ich platziere den hier drüben. Fürs Erste. Hat schon gut Einkommen. Hat echt viel Knete. Mehr als ich. Ja, Kanonenschützen ist egal. Das halte ich locker. Flicken. So, wir könnten natürlich jetzt einen Millennium hinpazieren und das mache ich auch. Ist zwar etwas overbuild, aber dann steht er einmal. Und das ist gut. Ich kann ein Ziel nicht zweimal treffen. Ja, genauso. Ich probiere mal aus, welche Aufwertung dann am meisten Sinn macht. Dann machen wir 3. Kriegen eh nur 150. Aber ich habe echt einen guten Roll, muss ich sagen. Aber es sind auch noch Tore. Die werden auch extrem lang überleben. Vampir. Gibt es eine Aufwertung und dann gibt es Worker. Vampir ist unglaublich gut für ihn und für ihn. Aber die haben es natürlich mega fett, weil die können. Kann man in der Duo Lane auch seinen Buff auf dem Team, auf die Teameinheit packen? Das wäre gut zu wissen. Ja, kann man. Doppelvampir. Wieder was gelernt heute. Ja, locker 2. Vielleicht sogar noch mal einen dritten. Ja. Wir machen noch einen. Ich bin sehr gut dabei, was Worker angeht. Trotzdem sind die beiden mir voraus. Orange und Rot.
der Albtraum aufgewertet zum Doppelgänger. Reicht vollkommen aus. Der macht das. Übelst viele Worker. 32. Was gibt's hier unten zu sehen? Schon zwei volle Kingpins und der ist auch voll. Das ist sehr gut. Ich habe das meiste Einkommen, übel viel. Wir können trotzdem noch zwei Worker holen. Ganz entspannt. Geilo. Geilo und Lachs. Drei davon sind Lachs. Aber wir werten ihn einfach mal auf. Pack ich hier vorne den anderen hin? Nö. Muss nicht sein. Könnten später auch mal rollen, aber aktuell habe ich eine gute Aufstellung. Das ist gar nicht nötig. Vielleicht noch irgendeinen Tank, den ich hier hinpacken kann. Ansonsten nehme ich die wahrscheinlich. Hier wird auch jede Runde gleich viel gesaved. Und ich habe aber noch was übrig. Andere haben dann vielleicht schon leer oder kommen gar nicht auf die Zahl. Einen kann ich noch machen. Sollte aber trotzdem nicht zu gierig werden. Der wird aufgewertet und dann stelle ich direkt noch einen hin. Ich habe noch genug Geld gehabt für den Worker, weil jetzt wird ordentlich geschickt die Runde. Und bei magischen Schaden wird der ganz schnell down sein. Die halten ein bisschen länger aus. Hydra ist auch übelst stark. Mal sehen, ob er die Runde übersteht. Ist schwierig. 620. Zwei Hexen rein, Ogre und ein Schneckes hat jeder bekommen. Okay, schauen wir mal, der Doppelgänger ist noch da. Jawohl, Ogre down. Jawohl. Das ist easy geschafft. Alles geblockt, sehr gut. Drüben ist durch. Einer hält. Ja, hier. Die anderen sind alle durchgekommen. Aber 620 auf einmal ist auch schon nicht schlecht. Das muss man erstmal halten können. Können wir gut Worker pushen. Was ist das? Wir machen einfach 10. Dann werde ich den noch auf und dann ist gut. Aber es sind schon krass viele Worker, die ich da zusammengekriegt habe. Jetzt die letzte Runde. 66. Aber wir halten alle echt gut. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Sonst werde ich aber keine Worker pushen. Weil ich die nächsten Wellen schaffen will. Damit ich dann wieder genug Geld habe, um noch mehr Worker zu holen. Wir machen das erstmal so. Ich kann sogar hier noch einen hinstellen.
Ja, und dann geht das eigentlich so klar. Vielleicht packe ich hier noch einen, so einen billigen hin oder so. Weiß ich noch nicht. Oder noch einen Ochsen. Gucken wir mal. Ich habe auch noch die Möglichkeit zu rollen, aber das gefällt mir ganz gut, so wie ich das habe. Ich komme echt gut zurecht. Und Voreis. Das ist natürlich sehr effektiv gegen meine Ochsen. Ja, Millennium haut rein, die Doppelgänger, die machen das schon. Oh, die werden mega hochgeheilt. Sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir wieder übelst die Worker pushen. Ja, aber Lukas war AFK. Ich habe ihn auch gefragt, ob er mitmachen möchte. Vielleicht nächste Runde. Mal sehen. Oh, die sind durch. Mal gucken, ob Leander und ich das halten können. Ja, vielleicht nicht alles, aber wir haben trotzdem gut verteidigt. Können eigentlich alles im Locker pushen. Das ist schon richtig stark. So, jetzt können wir einfach die beiden aufwerten und fertig. Richtig starke Einheiten. Ja, die sind gerade auch noch gut, diese Welle. Ja, ein bisschen schlechtere Verteidigung, aber der White Main macht das alles weg. Muss man überlegen, hier ein Wächter der Meere mit 6 Kingpins drüber, die alle maximal sind. Jetzt wurde schon 945 gesammelt. Ich werde mal rollen. Tor ist nicht schlecht. Das nehmen wir mit. Die können wir auch austauschen. Können wir eigentlich die Piraten noch mitnehmen, oder? Ja, wir nehmen die Piraten noch mit. Da werde ich gleich mal einen platzieren, weil die gute Tanks sind. Und dann platzieren wir hier noch ein paar von den Seepferdchen oder Meeresdrachen, je nachdem, wie man die nennen möchte. Ich nenne sie Seepferdchen. Und dann ist Mega Healing schon mal da. Das ist perfekt. Hier wieder zwei Eiersäcke platziert. Jetzt kommt aber der dicke Send. Also die sind alle drunter, nur ich bin ganz gut dabei mit plus 30 und die anderen beiden mit plus 460. Gucken wir mal, ob seine Eiersäcke halten. Mir sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Healing ist zu stark. Haben die gar keine Chance. Ah, die Eiersäcke haben es leider nicht geschafft. Schade. Die haben aber auch ganz schön zu kämpfen hier. Wird aber gesichert. Ich halte auch noch was.
Ja, wir haben aber auch abgewehrt mit den Toren. So, was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt einfach Tore platzieren. Das können wir machen, aber die bringen uns diese Runde erstmal nicht so viel. Wir machen das so, dass wir den aufwerten und dann werten wir die Piraten auf. Ich werde den Millennium noch auf, stelle noch einen hin. Okay, ich muss eigentlich noch einen hinstellen. Ich kann jetzt auch Worker holen noch. Jetzt sollten wir langsam auf Einheitenwert gehen und nicht mehr viele Worker holen, damit wir das abwehren können. Aber auf die Sens haben wir sowieso keinen Einfluss aktuell. Ja, richtig gesehen. Der neue PvE Classic Mode. Ist wirklich sehr entspannt. So, die werten wir auf und dann haben wir noch Tore rein. Kann hier noch so einen Piraten hinsetzen. Kann ich später noch aufwerten. So, Golem ist gut. Ja. Genau, richtig aufgewertet. Wie gesagt, da ist einfach die einfachste Variante immer auszuprobieren. Deswegen habe ich mir auch nicht die Mühe gemacht, das irgendwie zu lernen oder mir das zu merken, was bei den Walks besser ist. Ja, wie gesagt, dieser neue Modus ist halt ganz gut für Einsteiger. Und wenn man den ein paar Mal gespielt hat, hat man vielleicht dann auch keine Lust mehr da drauf. Aber jetzt für den Anfang ist es neu. Mache ich gerne mit. Aber hier macht man sich halt keine Gedanken, was man schickt, sondern weiß, dass es von alleine funktioniert. So. Können wir ihn noch aufwerten? Ne, können wir nicht. Zwei Gold zu wenig. Na gut. Wir haben plus 3700. Er hat noch relativ viele Worker gepusht. Ich glaube, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Weil jetzt gibt es kein Einkommen mehr. Aber ich weiß ja nicht, wie die Endwaves so laufen. Vielleicht wird jetzt alles geschickt oder so. Oder irgendwann wird so viel genommen, dass die Leute sich das gar nicht mehr leisten können. Aber ich habe noch genug. Wir gucken mal hier rüber. Da sind auch ganz viele Tore. Millenniums mit Skin. Elite Archer. Das sind ganz viele Tore. Zwei Doppelgänger hat er. Die Einheiten sind aber echt fett. Jeder hat so fette Einheiten. Oh, guck dir mal die Bananenbäume an. Die ganzen Pyros mit dem White Main hier. Starcaller, alles dabei. Plus 2800 habe ich immer noch. Ja, die können natürlich wieder ein bisschen aufrüsten, weil die bei ihr Geld investieren. Bei den anderen sieht es aber schon wesentlich weniger aus. Gucken wir mal. 1740 steht auf dem Plan.
aber es ist schon hart. Aber so Stück für Stück werden die alle niedergemäht. Ja. Levi muss machen, gute Arbeit. Der Healing hat gut gehalten. Sehr schön. Alles geblockt. Ja, jetzt fährt er auch noch ab. Dann sind schon in die Backline reingekommen. Hier ist natürlich auch hart, weil die doppelte Menge an Einheiten geschickt wird. Er hat es nicht geschafft, aber wir blocken das, gar kein Problem. Ich glaube, drüben haben alle gehalten. Jetzt ist dann die Frage, wie die nächsten Waves sich so ablaufen. Es wird immer härter, wenn die jetzt nochmal sammeln, also der Bot oder wie auch immer man das nennen möchte, wenn die nochmal sammeln. Dann kann es natürlich sein, dass die Runde danach übelst hart wird. 990 wurden gesaved. Ich habe aber noch so viel übrig. Ich glaube, das wird nicht mit übernommen. 1100. Ich habe zu viel. Ich glaube, da kann man schon eine gewisse Zeit eher aufhören, Locker zu holen und auf Einheiten gehen. Ja, die sind alle von Einheitenwert schlechter als ich aktuell. Die sind auf 0 raus. Ich habe noch 670 plus. Aber ich glaube, nächste Welle wird es entschieden. Auf der 24. Es ist schon echt stark, wie viele Fernkämpfer dann da sind, wenn immer wieder neue Wellen von Nahkämpfern kommen. Die Tore sind echt gut. Ich glaube, ich werte aber lieber noch einen von denen auf und einen von denen. Anstatt noch ein Tor zu setzen. Das haben die aber ganz schön hart. Mit minus 4000 fast. Und 2500 minus. Ich habe 900. Ja, ich glaube, die Runde wird es entscheiden. Gerade auch wenn die Gegner, also die Wellen immer stärker werden. Oh, die Backline ist schon erreicht. Ich glaube schon schneller dran als ich dachte. Die Frontline war zu schnell tot, die konnten gar nicht gegenheilen. Wenigstens halte ich lange genug, um die anderen zwei zu überleben. Ja, sehr gut. Ich habe alle vier überlebt vom Gegnerteam. Die konnten auch gut was rauszögern mit den Toren. Aber die sind auch down. Aber das wird ein Sieg für uns. Oder? Ja. Dann geht es doch ganz schnell runter. Krass. Victory. Ja, es war eine weitere Runde von Legion TD2 im PvE-Modus, der neue. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut auch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Aber bis dahin erstmal einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.